Ja, hallo meine Liebe. Falls du wissen möchtest, was Stimmsitz ist und was das genau für deine Stimme bedeutet, dann bist du in diesem Video genau richtig. Inspiriert wurde ich zu diesem Video von einer Gesangsschülerin von mir, die in die Gesangsstunde kam mit einer ganzen Liste von Fragen und mich gefragt hat: Du Jasmin, was ist eigentlich Stimmsitz und was bedeutet Atemstütze und was ist Brust- und Kopfstimme und was heißt Twang und so weiter und so weiter. Und so bei ihrer Liste mit allen Fragen wurde mir einmal mehr bewusst, wie groß das Begriffschaos und auch das Definitionschaos im Bereich des Gesangs ist, weil sehr häufig für eine Sache sehr unterschiedliche Wörter verwendet werden oder ja, dass die Definitionen einfach sehr unklar sind. Also dass es ein Wort gibt und unterschiedliche Leute verstehen ganz unterschiedliche Sachen darunter. Und deshalb möchte ich so in unregelmäßigen Abständen immer mal wieder so ein Was ist Video hier auf meinem Kanal machen, um diese Begriffe wie von verschiedenen Seiten zu beleuchten. Was kann das alles heißen? Wofür ist es überhaupt gut? Damit du so wie einen Überblick kriegst. Falls du irgendwelche Wünsche hast für Was ist XY, ein Was ist Video, dann schreib es mir doch bitte unten in die Kommentare. Vielleicht gibt es ja auch einen Begriff, ja, wo du nicht weißt, was ist da eigentlich genau gemeint damit. Jetzt, weil Stimmsitz halt wie die meisten Sachen ein relativ großes Thema ist, werde ich das in fünf kleine Häppchen gliedern und mache quasi eine Stimmsitzwoche, wo du jeden Tag ein kleines Häppchen kriegst. Heute mal so der Überblick, was ist Stimmsitz und also wofür ist es gut, weshalb brauchen wir überhaupt einen Stimmsitz. Dann das zweite Video, was beeinflusst den Stimmsitz, also was macht, dass er da ist, wo er sein sollte oder nicht. Dann das Thema Stimmsitz und deine Sprechstimme. Dann verschiedene Special Effects im Zusammenhang mit Stimmsitz. Und dann zum Schluss möchte ich dir zwei ganz konkrete Übungen mitgeben, die du für deinen Stimmsitz machen kannst. Wenn du keines dieser Videos verpassen möchtest, dann abonniere doch meinen Kanal und am besten aktivierst du auch diese Alarmglocke, damit du immer informiert wirst, wenn wieder ein neues Video kommt. Und falls dir eines meiner Videos gefällt, dann freue ich mich auch immer über einen Daumen nach oben und bei Fragen bitte unten in die Kommentare schreiben. Doch lass uns gleich loslegen. Also, was ist Stimmsitz? Ich selber mag eigentlich den Begriff Stimmsitz nicht so gerne, denn wenn wir das Wort genauer anschauen, dann könnte man ja meinen, die Stimme sitzt da einfach. Das tut sie aber häufig nicht. Ich finde zum Beispiel das synonyme Wort Vordersitz schon viel besser, weil Vordersitz zeigt, ah, okay, meine Stimme sollte vorne sitzen. Das ist schon mal viel konkreter als Stimmsitz. Also Vordersitz wird sehr häufig analog verwendet zu Stimmsitz. Oder ein Begriff, der auch sehr häufig dafür verwendet wird, ist in die Maske singen. Vielleicht kennst du diese venezianischen Masken, die man so einem Stab hält, die man hier hinhält. Und in die Maske singen heißt eben auch hier nach vorne singen, in den sogenannten Vordersitz. Welches Wort ich besonders gerne mag, oder welche zwei Wörter, ist der englische Begriff Tone Placement. Weil Tone Placement, das zeigt dir als Sängerin Tonplatzierung, wo du deinen Ton hinplatzieren kannst, solltest. Das heißt, es ist etwas, was du aktiv tun kannst, wohin du deinen Ton platzierst. Im Gegensatz zu Stimmsitz, wo die Stimme sitzt. Spürst du den Unterschied? Stimmsitz ist eigentlich was sehr Passives, als wäre es einfach so. Und Tonplatzierung ist etwas, wo du aktiv etwas dafür tun kannst. Also, wenn du über die Begriffe Vordersitz, in die Maske singen, Tone Placement, Stimmsitz stolperst, meinen die alle so ein bisschen was Ähnliches. Wofür brauchen wir denn diesen Stimmsitz überhaupt? Also ein guter Stimmsitz, Vordersitz, ist verantwortlich, dass deine Stimme genügend Tragkraft hat. Ursprünglich aus dem klassischen Gesang, wo man ohne Mikrofon singt, dass deine Stimme trägt über ein ganzes Orchester beispielsweise. Und wenn deine Stimme gut trägt, eine gute Tragkraft hat, dann bist du auch weniger versucht, dass du zu viel Druck gibst. Also ein guter Stimmsitz ist wichtig für eine gute Tragkraft deiner Stimme.
Ein guter Stimmsitz ist aber auch wichtig für den Klang deiner Stimme, für den Wohlklang deiner Stimme, wie deine Stimme klingt. Und ein guter Stimmsitz ist auch wichtig für dein Stimmgefühl. Also wenn dein Stimmsitz gut ist, dann fühlt es sich für dich unangestrengt an, es fühlt sich frei an. Und das ist etwas sehr Wertvolles, weil beim Singen halt viel angenehmer und unangestrengter wird. Aber es ist auch wichtig für deine Stimme und deine Stimmhygiene. Also wenn es sich unangestrengt und frei anfühlt, dann kannst du stundenlang singen und ja, sonst bist du dann irgendwann heiser und das Gefühl ist nicht mehr sehr angenehm. Das heißt, einen guten Stimmsitz erkennst du eigentlich wie an zwei Faktoren. Am Faktor Klang, dass der Klang trägt, dass er schön klingt und am Gefühl, dass es sich unangestrengt und frei anfühlt. Und wie gesagt, du kannst gerne den Begriff Stimmsitz auch ersetzen mit Vordersitz, die Stimme sitzt vorne, mit Tone Placement, wohin platziere ich meinen Ton, oder das klassische geprägte Begriff in die Maske singen. Wenn du jetzt wissen möchtest, welche Faktoren denn beeinflussen, ob deine Stimme vorne sitzt oder nicht, dann schau doch morgen wieder rein in das Video, wo du erfährst, welche Faktoren alle den Stimmsitz beeinflussen. Ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder und freue mich. Ja, bis dann. Hab einen schönen Tag, Abend oder wann auch immer du dieses Video schaust. Bis dann. Bye, bye.